Hallihallo, liebe Leute, wir sind zurück im feuchtesten Anwesen im Darkest Dungeon. Ich habe jetzt nicht alles auf YouTube hochgeladen, ich nehme das diesmal richtig auf, ohne zu streamen. Ich habe nicht alles auf YouTube hochgeladen, weil ich Schwierigkeiten hatte mit meinem Anbieter, der mir einfach mal zwischendurch immer mal die Verbindung kappt und das The dann eine ganze plume Weile. and the pistol. Ganze A Weile nicht fitting mehr, end to nicht my mehr weitergeht, folly. deswegen schauen wir uns mal And gerade a curse upon us all. kurz das Verlaufsprotokoll an. Ich habe zuletzt das hier hochgeladen. Der Kampf gegen die Hexe. Ja, nicht so wahnsinnig geil verlaufen ist. Leider ist das erste Weglaufen nicht so geglückt, wie ich es wollte. Ja. Ich brauche da mehr Fernkämpfer. Ich habe hier fast keinen Fernkämpfer dabei gehabt oder keinen, der die dritte Position von der blöden Hexe angreifen konnte. Ja. Wir haben das Sanitarium aufgewertet, wir haben die Kutsche aufgewertet. Deswegen sieht die auch jetzt ein bisschen schicker aus. Ja. Und dann haben wir sind wir einmal in den Kerker gegangen, Stufe 1 kurz. Mit Knuffi, Vitiok, Shirley der Zweiten und Dodger. Wer das nicht kennt, kauft schon einen Podcast von Total Biscuit. Da ist Dodger mit drin. Oder Dexterity Bonus oder sowas. Ich glaube, auf YouTube heißt sie Press Hard to Continue. Egal. Ich hatte halt sonst niemanden passenden. Und die haben es alle zurückgeschafft. Knuffi ist dadurch Level 2 geworden und die anderen beiden Level 1, logischerweise. So, und dann habe ich mich selbst erstmal reingesteckt, weil ich immer noch Stress hatte und verzweifelt war und alles. Knuffi habe ich reingesteckt. Und die anderen könnte ich eigentlich benutzen. Shirley müsste ich nur die Heilung auf jeden Fall buffen. Und vielleicht den Fernkampf noch, weil das doch ganz geil ist. Und Dodger, was wird hier draus? Da wird der Giftschaden höher. Das ist ziemlich geil. Hier Crit-Modifikator, mehr Präzision gegen gezeichnet. Fernkampf, Widerstand gegen Bluten. Minus 20% Widerstand gegen Bluten, flitzende Dolche. Okay. Und das ist Hacke ins Gesicht. Das ist halt einfach eine Nahkampf-Variante davon. Aber das ist nur zum Bluten. Hier bei ihr nochmal das erhöhen. Und das werde ich meiner Heilerin hier auch direkt nochmal die Rüstung auf jeden Fall erhöhen. So. Es kann mit Skog-Tool. Oh Gott. Kann nochmal eine Runde reingehen. Ja, Vitiok ist komplett ohne Stress zurückgekommen. Das ist so geil. Vitiok brauche ich auch. Okay, der hat schon eine verbesserte Version gefunden. Und ich müsste vor allen Dingen mal das nächste erforschen. Bringe die Kosten. Ich brauche also mehr Urkunden und mehr Wappen momentan, um weiterzukommen und weiter aufzurüsten. Hier kann ich auch aufrüsten. Oh, das wusste ich gar nicht. Bringe die Kosten für Accessoires. 10.000. Alles klar. Glücksspielers. Widerstand gegen Todesstoß. Maximale LP. Wir schon gegen bewegen. Das war geschehen. Das war richtig gut. So. Also. Das ist jetzt Nekromantenlehrling. Nein. Stufe 1 Mittel. Da kriege ich ja dreimal verfluchter Altar. Das könnte ich vielleicht machen. Habe ich meinen anderen Heiler wieder? Nee, Flacker ist noch. Fällt mir gerade ein. Moment. Hier, so sieht die Kutsche jetzt aus, ne? Ist ein bisschen schicker. Aber ich habe hier auch keinen Heiler. Fuck. Moment, wer ist mir nochmal gestorben? Ich muss nochmal kurz sagen, ich glaube, Kopie ist mir nämlich zum Beispiel auch gestorben. Der müsste mal. Ne, Kopie ist hier. Mal kurz reinschauen. Gestorben sind mir Desert Fox, Shirley und Rotfeder. Shirley habe ich schon ersetzt. Rotfeder habe ich auch ersetzt. Desert Fox habe ich noch nicht ersetzt.
Aber ich bräuchte eigentlich noch mal hier wie Flacker so einen. Ich glaube, wir werden erstmal aufbrechen. Ich habe auch keinen Pestdoktor mehr, was ziemlich Mist ist. Ich muss dich mitnehmen und damit brauche ich auch. Kann ich den mitnehmen? Den könnte ich mitnehmen. Ich habe noch eine andere Heilerin, die ich mitnehmen könnte. Aber das ist hier Bluten, kann der besonders gut. Bluten ist in Meershöhlen Quatsch. Ich bräuchte irgendwas mit mehr Gift. Oder ich gehe halt ins Labyrinth. Das wäre auch eine Variante. Hat irgendeine von denen ein Problem mit Labyrinth? Tagaktiv. Nervös. Maximal LP. Flaggeland. Okay. Genau, minus Crit. Labyrinth-Abenteurer. Nice, der ist sogar für Labyrinth. Dann werden wir doch mal ins Labyrinth gehen, glaube ich. Der hat nämlich Fernkampffähigkeiten. Geil. Kann sie selbst heilen, sonst hat er keinen Fernkampf. Er hat nur einen Nahkampf. Besessen von Nahrung. Hm. Ja, geil. Ich glaube, da will ich. Heilertalent. Okay. Aufbäumen. Ich glaube, dann nehme ich lieber den mit. Als irgendjemand sonst. So. Dann würde ich mal sagen, auf ins Labyrinth. Moment mal, ich wollte Witchok ersetzen. Könnte Guppi mal mitnehmen, anstatt Witchok. Der kann zumindest noch ein bisschen was anderes. So, Gepäck. Wir gehen ins Labyrinth. Und das ist ein mittlerer. Ich würde mal sagen, 12 mal Essen. 2 Schaufeln auf jeden Fall. 2 davon. Mal eine Bandage und ein Heilkräuter. Gegen Gift. Man weiß nie. So. Aufbrechen. Da es ein mittleres ist, kann man sich schon ein bisschen mehr gönnen, würde ich sagen, was man mitnimmt. Ja, Gifttauch und Bluten ignorieren nämlich die Abwehrfähigkeiten von Gegnern. They breed quickly down there in the dark. Toll, 100% Raum bei der. Faster. Oh Gott. Und dann laufen wir mal, ne? Kiste ist leer. Okay, schade. Aber Kisten kann man zum Glück relativ gut öffnen. Toll. Ja. 70% muss reichen. Muss dabei. Ich vergesse jedes Mal die Fackeln! Jeder einzelne Runde. Ich habe beim zweiten nämlich auch wieder die Fackeln vergessen gehabt. Oh Mann! Ich bin so ein Depp. Seht ihr die glitzernde München? Ha, wurde bereits geplündert. Haha, Vortrottel. Bin ich jetzt überrascht? Naja, wenigstens das nicht. Streuschuss. Einmal. Bluten 40%, Schwächung. Betäuben. Trefferchance 38. Abwehr 25%. Lass mal einen geben hier. Ach, jawohl, ausgewichen. Naja, wurde aber nicht vergiftet. Tausend zu 12er Crit. Nochmal ein Crit? Machen die das immer, wenn es so für krass wenig Licht ist? Ach, ausgewichen beide. Oh Mann, ey. Der trifft aber dafür.
Ich glaube, die kritten immer, wenn es dunkel ist. Aua. Das ist nicht geil dann. Their formation is broken. Maintain the offensive. Okay, der ist so zum ersten Mal nicht gekrittet. Krass. Oh, das heilt sogar auch. Wo ist noch ein Schnitt? Komm. Ich will es jetzt nicht noch länger ausdehnen. Das einzige Licht, was ich habe, ist jetzt meine Runen. Toll. Gegen Bluten 40%. 20 gegen Bluten. Ah, oh, den darf ich nicht. 40, 20. Dann lasse ich ihn doch bluten, würde ich sagen. Aua. Immer auf die Heiler, Mensch. Immer auf die Heiler. Gift. 60 gegen Gift. Dann sollten sie auch genau geschwächt sein, weniger Widerstand gegen Bluten haben. Syphilis bekommen. Na geil. Kugel und Kette. Aua! Na toll. Jetzt können wir wissen, was Syphilis ist. Minus Prezi, Minus Schaden, Minus Max AP. Na geil, das hätte ich schon mal heilen müssen. Einen getötet hier. Hier den Stressschaden mal verursacht. Und den nochmal bluten lassen hier. Der verblutet also, wenn er dran ist wieder. Jetzt. Wieder ankotzen hier. Das Schwein mit dem Ankotzen nervt, weil die hat schon wieder fast, ja, schon fast 100 Stress. Oh, ist das kacke. Ja, wenigstens halt selbstkritisch, da geht der Stress ein bisschen weg. 6 bis 12. Ausgewichen. Oh. Das ist echt nicht gut. Nein. Was ist denn jetzt los? Nein. Es ist doch schon fast bei 100. Hört doch auf damit, Jungs. Was läuft denn mit den ganzen Spitzen so? Das ist ja krass. Gift 40, 40. Confidence surges as the enemy crumbles. Ja, schlau. Continue the onslaught. Destroy them all. Oh, ich habe eine Fackel gefunden. Das ist natürlich praktisch. Lass mal zurücklaufen hier. Du hast gerade schon gelootet dort. Du Luderich. And now, the darkness holds dominion. Black as death. Au. Watch your step. Nein, nicht Bandage. Fackel. Oh, 25. Wupp, wupp. So, hat der Blutungswiderstand? Nicht so viel. Nicht, nö.